Jetzt sind sie fertig, eingesungen, geschminkt, ins Dirndl gepackt. Jetzt geht's los, jetzt kann ich starten. So, wir sind angekommen hier beim ESAF. Ich freue mich extrem, es ist mein sechster, wo ich sage, mit dabei bin. Heute Abend spiele ich hier in diesem Zelt und ich würde sagen, ich nehme es euch alle mit. Es sind online, wir dürfen mal so ein bisschen schauen, in der Bühne und was so läuft, bis das Konzert wirklich stattfindet. Kommt mit! Wir starten hier im Magnus-Zelt. Ich freue mich auf alle Besucher, die hier kommen. Und jetzt geht's los mit Soundcheck und so. Ja! Hallo! Es ist absolut extrem wichtig, einen Soundcheck zu machen und ich brauche das so. Also es gibt Künstler, die brauchen keinen Soundcheck, aber bei mir ist es so, ich will die Bühne sehen, ich will schauen, wo gehe ich hoch, wo komme ich runter, wie sieht das aus und so. Das ist irgendwie für mich sehr wichtig. Und dann ist natürlich für die Technik absolut wichtig, weil du dann das Zelt wirklich voll hast und es laut ist und so, dann musst du fahren, ohne dass es pfeift. Also dann musst du genau einstellen, die Frequenzen genau einstellen. Auch schauen, dass ich eben das In-Ear habe, dass ich das höre, dass das Mikrofon nicht gestört ist. Auch das ist sehr, sehr wichtig und das mache ich auch immer sehr gerne, weil ich eben schon so ein kleines Feeling bekomme. Eins. Hörst du die Stimme? Und ich mit dem Mikrofon, gell? Jetzt. Nein, eins, zwei, drei, vier. Eins. Ich bin sehr heikel. Aber ich glaube, das muss mal sein. Also, wenn du 24 Jahre im Geschäft bist, dann kannst du nicht einfach etwas herschludern. Und mit dem Bruno, das ist mein ältester Techniker. Ich arbeite gerne mit dem eigenen Techniker, weil du bist einfach, du bist wie daheim, da ist der Wohl, der weiss, was du willst. Und ich kann es nicht erklären, sonst bin ich technisch so eine Banause. Ich weiß gar nicht, was ich dem anderen sagen soll, was ich einstellen soll. Darum, ich bin froh, wenn sie meine Stimme kennen. Jetzt gehen wir das Auto ausladen. Wir haben ja noch Kleider und so Sachen, die man alles ausladen muss. Kleider habe ich dabei, und zwar einfach in verschiedenen Ausführungen. Das finde ich noch so wichtig, weil du weißt nie, was ist Hintergrund von der Bühne ist, was brauchst du irgendwie für eine Farbe oder so, was wird etwas noch irgendwo dreckig oder so. Dann musst du auch schauen, dass du noch Ersatz hast. Da sind so Schuhe und so Schmuck und so solches Zeug. Hier ist Schminkzeug. Da haben wir alles, oder? Der Theo ist heute nicht dabei. Weil wir haben gedacht, ja, wir wollen zuerst mal schauen, wie es aussieht. Weil es ist ja so ein riesiges Gelände hier. Nachher, morgen kommt er dann mit. Aber jetzt ist er daheim beim Vater und genießt noch die Ruhe vor dem Sturm. Das ist ein Backstage-Bereich. Der geht auf die Bühne. Und die Kleider tun nicht zu schnell. Zwischenlagern holen wir später wieder zum Umziehen. Jetzt bin ich da so ein Programm schreiben hier. Das ist das Programm vom heutigen Abend. Da mache ich immer spontan, also je nachdem, was für Leute ist, was so die Stimmung ist und so, mache ich jeden Tag ein neues Programm. Und aber zuerst kommt jetzt das Essen. Und Äpfler Macaroni, eins von meinen Lieblingsessen. Guten Guten Job. Wenn du so singst, das ist halt wie bei einem Sportler auch, dann musst du einfach nur früh essen, dass du nicht das ganze Gute im Magen hast für das Verdauen, sondern dass du wirklich dann auch fit bist und das schon umgewandelt ist. Und darum so drei Stunden vor dem Konzert muss ich schon essen. Jetzt schminke ich zuerst, schnell auffrischen alles. Dann einsingen und dann umziehen und nachher geht es schon los. Ich tue mich sehr viel selber schminken, ja, weil einfach, es geht am schnellsten. Es ist, ja, ich weiss, wie es ungefähr muss sein. Und dann ist es aber fast am einfachsten, wenn ich es selber mache. Fertig. So, jetzt haben wir es. Und jetzt kommt es umziehen. Jetzt müsst ihr raus. Tschüss. Du, viel Glück. Gut. Dankeschön. Allen viel Glück. Du schaffst das schon. Und gut. Eingesungen, geschminkt,
ins Dirndl packt, natürlich, wie sich das gehört am Esaf, das ist ja ganz klar. Man muss ein Dirndl holen und ja, jetzt geht's los, jetzt kann ich starten. Ich werde natürlich wieder in der offiziellen Esaf-Song heute Abend singen, ist ganz klar. Da freue ich mich sehr drauf, ich freue mich einfach jetzt auf wieder dürfen zu singen. Also bis zu einem gewissen Grad nervös. Natürlich kannst du irgendwie auf ein grosses Backup zurückgreifen. Eigentlich. Aber es ist immer so, dass man wirklich nur so fokussiert ist, man konzentriert sich, man ist ein bisschen kribbelig, man ist angespannt. Und ich glaube, das braucht es auch. Wenn ich das nicht mehr habe, ich glaube, dann muss ich nicht mehr auf die Bühne. Weil das ist einfach so die Leidenschaft und die Freude daran, das ist schon sehr wichtig.